ich habe Jason endlich ins Bett gebracht. Endlich habe ich meine Ruhe und kann mich ganz gemütlich an den PC setzen. Oh, Jason, was machst du hier? Wieso bist du nicht im Bett? Wenn du schon nicht schlafen kannst, dann komm jetzt einfach mit und lass zusammen das Haus erkunden. Denn wir sind heute im Ferienlager oder so. Süßigkeiten essen. Ja, vielleicht gibt es sogar Süßigkeiten. Wir sollten, glaube ich, sogar Süßigkeiten. Chips? Guck mal, hier ist ein Apfel, Alter. Warte, ganz kurz, Jason. Was hast du da gerade für Chips in den Händen gehalten? Das waren keine Doritos. Nein, das waren keine Doritos. Was waren Lay's Chips? Das habe ich ganz ehrlich gesehen. Doritos, Cedric, das ist dumm. Das ist eine Sünde. Alter, Jason, was ist das für ein komischer Keller? Wieso ist der Keller so extrem abgeschlossen? Ach, ich habe keine Ahnung. Egal. Und wer nicht in 5 Sekunden einen Daumen nach oben und einen Daumen auf den Kanal erlässt, landet im Keller. Das ist auch nicht mein Haus, um ehrlich zu sein. Warte, wir können hier die komischen Schubladen durchgucken, aber in den Schubladen ist aber nichts drin. Oh Mann, ich wurde gescannt. Oh nein, können wir die Katze hauen? Oh nein, 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 Leute, wir hauen keine Katze. Setze dich an den Tisch. Okay, das Abendessen wird gleich geliefert. Alter, Jason, bis kommt Pizza. Vielleicht sind da auch sogar ein paar Doritos dabei. Gucken Sie mir ins Gesicht. Jason, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass der Tisch ein bisschen hoch ist. Wenn ich hier versuchen würde, irgendwas zu essen, würde ich einfach in die Tischkante beißen. Kommt denn jetzt eigentlich so langsam mal die Pizza? Oh, jemand ist an der Tür. Nice. Schau da. Okay, wer ist denn da nicht? Ja, ich mache die Pizza auf. Definitiv. Woo! Ja. Ich habe die Tür geöffnet. Oh, und es ist der Pizzalieferant. Willst du die Pizza? Schnappt dir ein größeres Stück als die anderen. Woo! Wir haben mega viel Pizza, Alter. Nice, Jason. Guck mal. Wow, damit können wir ein bisschen Leben regenerieren. Okay, nice. Ich würde aber trotzdem sagen, Jason, das war eine sehr, sehr leckere Pizza, ja? Hast du meine Pizza übrig gehalten? Ich nehme die mit ins Bett. Okay. Was? Nein, du gehst nicht mit der Pizza ins Bett. Jason, bleib schnell. Bleib schnell, ich hab einen Baseballschläger. Jason, was passiert hier gerade? Hast du wieder die Stromrechnung nicht bezahlt? Jason, was ist hier gerade passiert? Oh, oh. Was ist mit dem Licht los? Der Fernseher läuft immer noch. Stimmt, wieso läuft denn der Fernseher noch? Notfallübertragung. Die Purge hat begonnen. Die Verbrecher sind auf dem Weg. Extrem gefährlich. Machen Sie die Türen und Fenster zu. Das ist Ihr Anführer, Scary Larry. Scary Larry. Oh Gott, ich habe Angst vor Scary Larry. Guck ihn dir doch mal an. Er sieht einfach aus wie Dumbledore, nur in lila und irgendwie komisch. Und ich habe Angst. Es ist Schlafenszeit und man sollte immer ernst nehmen, dass man schlafen gehen sollte. Okay, okay. Legen wir uns einfach mal ganz ruhig hin, Jason. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Haben wir alle Türen geschlossen und Fenster? Nein, haben wir, glaube ich, nicht. Aber das sollte schon nicht so schnell. Oh, hier ist Keks drin, Alter. Oh, und Geld ist hier auch drin. Nice. Sie kommen. Die Verbrecher sind unterwegs. Ich würde sagen, in unserem Schlafzimmer ist es am wichtigsten, dass wir hier einfach irgendwelche Sachen fertig bauen. So, badabum, badabum, badabum. Das ist auf jeden Fall schon mal fest. Ich versuche, alles zuzumachen, was geht. Okay. Warte mal, ich mache unten und du machst oben, okay? Okay, Deal. Okay, 1, 2, 3. Okay, perfekt. Zack, bum. Die werden uns bekommen, Cedric. Nein, die werden uns niemals bekommen. Wir sind 3 starke Männer. Also, nee, Moment, wir sind 2 stark. Nee, wir sind 1 starker Mann, 1 Noob und 1 Baby. Also besser kann es doch wirklich gar nicht laufen. Tür zumachen. Warte mal, die Tür kann ich gar nicht zumachen. Wie es aus. Ah, doch, die Tür kann man auch zumachen. Nice, Jason. Siehst du, wir sind komplett 130% safe. Sogar das Maus noch mache ich jetzt einfach zu. Okay, verdammt, das geht nicht. Oh mein Gott, Jason, ich sehe da jemanden rumlaufen. Da springt jemand. Ja, Cedric, hör auf, mir Angst. Jetzt wirkt nicht ohne Spaß. Alter, was ist das denn? Cedric, hör auf. Wer läuft denn da gerade rum? Oh mein Gott. Jason, ich weiß, ich glaube, es ist kein Einbrecher gewesen, aber es ist irgendein anderer Typ, der da gerade drum rumläuft. Warte mal, ich kann diesen komischen Keks eigentlich mal ganz kurz essen. So, nicht Jason und Sandy Crew hat das Haus am meisten beschützt. Und das zeigt natürlich, was für intelligente und tolle Menschen wir doch sind. Ha? 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 Cedric? Jason. Was ist hier passiert? Cedric, schau da. Was ist los? Oh mein Gott, da sind sie. Jason, hier sind die Verbrecher, die Verbrecher sind da. Hol den Baseballschläger raus, wir müssen unser Zuhause verteidigen. Wir haben alles verbarrikadiert, das ist doch komplett egal, das wird übelst gut funktionieren, Jason. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht funktioniert. Hast du die Tür verbarrikadiert? Die Tür habe ich auch verbarrikadiert, glaube ich zumindest. Wir einfach ganz entspannt ins Bett, während da draußen irgendwelche Leute chillen, ist doch vollkommen egal. Nein! Oh! Jason, was ist... Sie sind drin! Oh mein Gott, Jason! Sie sind drin! Oh, was sind das für bekloppte Typen? Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Okay. Aber ich habe übel viel Leben verloren, Jason. Warte, ich muss ganz kurz ins Bett, ganz kurz chillen. Okay, gut. Alles gut. Die Holzbretter waren nicht genug, um sie aufzuhalten. Was? Oh Mann. Oh Gott, Jason, hier, guck. Hier sind sie reingekommen. Der Keller war nicht zu. Er ist auf? Oh. Er ist auf, Cedric.
Da unten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir haben ein kaputtes Fenster gefunden. Ja, das haben wir gerade eben schon gesehen. Und der Keller ist offen. Sie hört sich gigantisch an. Verstecke dich in der Küche oder Kleiderschrank. Okay. Küche oder Kleiderschrank, Jason. Wir gehen ganz kurz hin. Das ist nicht die Küche. 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 Wir gehen einfach hier hinten hin. Versteck dich schnell, Jason. Versteck dich schnell. Oh nein. Oh, nein, ist Jason. Scary Larry. Es ist Scary Larry. Nein, Jason. Es ist doch niemals Scary Larry. Das kann doch nicht sein. Das ist ein absoluter. Alter, Scary Larry ist nicht mal gruselig, Alter. Der sieht aus wie ein Zauberer. Oh mein Gott. Alter, der ist... Ja, ich sehe ihn. Alter, was geht mit ihm ab? Ich bin in der Küche, Cedric. Was geht mit ihm ab? Okay, ich hoffe, ich bin mal hier safe, weil ich glaube, er geht hoch, Jason. Ich glaube, er geht hoch. Oh, oh. Okay, er geht hoch, er geht hoch, er geht hoch. Okay, ich glaube, wir sind vorerst safe. Wir müssen in den Keller, Jason. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. In den Keller hab ich... Wir müssen... Ist doch egal, wir müssen fliehen vor Scary Larry. Okay. Oh Mann. Okay, wir sind im Keller, wir sind im Keller. Du hast die Kellertür offen gelassen. Nun wird es härter. Man kann die zumachen. Ich wusste nicht mal, dass man die zumachen kann. Oh nein. Cedric. Jason. Das ist jetzt gar nicht gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich gegen Scary Larry kämpfen müssen. Die klopfen da um. Wie viele sind das denn wohl? Alter, wir sind hier ganz alleine, Jason. Wir können hier nicht weg. Sie versuchen einzubringen. Was wollt ihr denn von uns? Verteidige den Keller. Okay, Jason, wir müssen das überleben. Okay. Wir müssen das überleben. Ich kann es nicht überleben. Wir werden es ganz sicher überleben. Du hast eine Mistgabel und ich habe ein anderes Ding auf jeden Fall. Warum haust du denn auf mich, Alter? Wir sind zusammen hier in dieser Misere. Da ist der Typ. Okay, er ist gerade fokussiert auf den anderen. Warte. Er ist ja fokussiert auf den anderen Dude. Wir können jetzt einfach eine überbraten sozusagen und dann ist er tot. Okay. Er ist tot. Alter, dieses Spiel ist übel schwierig, Jason. Ich nehme den Apfel mal ganz kurz mit. Vielleicht überleben wir das dann ein bisschen besser. Da kommt der Nächste. Was ist hier? Oh Mann, und haut ihm eins drüber. Alter, wieso kriege ich denn so viel Schaden? Der haut nicht mal auf mich. Oh Mann, okay, und er ist tot, Jason. Okay, essen wir ganz schnell mal den Apfel. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas bekommen, wie ein Zauber. Noch einer. Oh nein, Alter, wie viele von diesen Typen kommen denn noch? Okay, hau drauf, Jason. Kaputt ist er. Oh mein Gott, Alter, Jason, ich habe schon eine Narbe im Gesicht. Er hat mir voll in dieses Gesicht gehauen. Okay, ich habe ein Schloss gefunden. Was können wir denn damit machen? Alter. Oh Mann. Okay, warte. Wir müssen den Typen ganz kurz noch wegkloppen. Oh nein. Oh, Jason, schnell. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich glaube, wir haben es geschafft. Warte mal, lass uns das Geld um. Wir müssen die Nacht hier unten verbringen. Was, im Keller? Ernsthaft? Oh nein. Es ist Morgen, Jason. Steh auf. Guten Morgen. Verlasse den Keller. Okay, wir sollten am besten jetzt mal ganz schnell hier aus dem Keller raus. Alter, diese Story ist so unglaublich komisch. Aber immerhin hat uns Scary Larry nicht gefunden. Die Haustür wurde aufgebaut. Oh. Okay, Jason, komm. Lass schnell in den Markt gehen. Weil im Markt können wir nämlich neue Sachen kaufen, um uns eventuell ein bisschen mehr Leben zu holen. Deswegen habe ich das ganze Geld eingesammelt. Ich glaube, ich kaufe mir ein Medikit. Chips! Nein, das sind Lay's Chips. Hau drauf! Am besten noch ein Getränk oder so. Was habe ich mir jetzt auch mal gekauft? Was? Klick auf einen Spieler? Nein! Oh mein Gott, mit dem Medikit kannst du nur andere Leute heilen. Wie viel Leben hast du noch, Jason? Ich bin fast voll. Das ist ja toll. Kannst du mich heilen vielleicht mit dem Medikit? Dankeschön! Ich habe 50 bekommen. Nice, okay. Und jetzt pass auf, dass wir nicht wieder auf dem Glas ausrutschen. Und wir müssen so schnell wie möglich wieder nach Hause. Wir müssen uns, glaube ich, auf den nächsten Angriff gefasst machen. Wir haben Scary... Ah! Oh mein Gott, der Typ ist gerade durch meine Kamera gelaufen, hatte so eine Narbe im Gesicht. Ich habe mich überschrocken. Oh mein Gott, Jason. Haben wir irgendwo vielleicht noch... Wir haben einen Dachboden. Wir haben einen Dachboden? Echt, wo denn? Aber können wir da hoch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Können wir das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben keine... Unten im Keller war eine Leiter. Stimmt. Schnell. Ich probiere, ich nehme die Leiter mit. Genau, mach das mal und währenddessen suche ich mal, ob wir irgendwo vielleicht noch Bretter finden, womit ich das aufgebrochene Fenster wieder zumachen kann. Danke fürs Einkaufen im Lebensmittelgeschäft. Ich denke, wir sollten Pizza bestellen. Was? Wir wurden gerade von irgendwelchen komischen Verbrechern angegriffen und jetzt sollen wir Pizza bestellen? Ist das dein Ernst, Alter? Ich glaube, diesmal wird es keinen Pizza-Lieferanten kommen, Jason. Diesmal wird es nur... Ja, diesmal wird es nur irgendwie ganz komische Sachen geben. Nein, ich bleib sicherlich. Ich guck am besten mal nach draußen und wir gucken mal, ob wir irgendwas sehen können, ob wir da irgendwie... Warte, sehe ich da irgendwas? Ist da irgendwas? Ich meine, draußen... Hast du gesehen? Draußen ist die Hölle los, Alter. Alles ist kaputt und keine Ahnung was, ey. Wo? Jemand ist an der Tür. Der andere soll aufmachen. Ist egal. Ich vertraue dem nicht. Ich vertraue dem ganzen nicht. Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Ich hol grad die Leiter nach oben. Okay. Dann komm schnell. Mach die Tür nicht auf. Ich mach die Tür nicht auf. Ist das nicht der Pizza... Warte, ich kann sogar ganz kurz gucken vielleicht, ob das Pizza... Obwohl, da steht ein Pizza-Auto, Jason. Mhm. Das könnte vielleicht wirklich der Pizza-Dude sein. Sollen wir vielleicht öffnen? Ich bin oben mit der Leiter. Perfekt, ich habe sie platziert. Oh, nice. Okay, nice. Oh, was passiert da, Jason?
Ich wusste doch, dass es nicht der Pizzalieferant ist. Ich habe nicht mal die Tür aufgemacht. Oh mein Gott, Jason. Okay. Ganz einfach. Ganz ruhig. Wir sind hier auf dem Dachboden. Wir sind hier relativ... Warum sind wir jetzt wieder hier unten? Oder, nein. Ich glaube, wir müssen... Nein. Wir gehen hoch. Ja, der andere muss das schon machen. Das ist ganz einfach, Jason. Das ist ganz einfach. Ich... Ist der gerade da unten? Sollen wir unseren Kollegen einfach mal alleine lassen? Ganz entspannt? Ja. Ich glaube, das ist so. Oh, Jason. Vielleicht sollten wir gegen den Pizzalieferanten kämpfen. Okay, der kriegt ja. Komm, ich helfe ihm, Jason. Es ist. Oh nein, er ist gestorben. Oh. Okay, ich gehe doch. Nimm die Pizza mit. Wo bist du denn? Wo ist Pizza? Hier, Pizzakarton. Ich sehe dich. Lol. Oh mein Gott, okay. Alles klar. Nice. Warte, wir müssen vielleicht mal ganz kurz aufpassen, ob wir den irgendwo... Können wir die Leiter wieder abbauen? Nee. Können wir, glaube ich. Lass ihn da unten einfach unsere Pizza. Es ist komplett egal, Jason. Wir müssen ihn nicht besiegen. Ist er weg? Nein, er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Wie viel Leben hat er denn noch? Er läuft in der... Ich weiß nicht, da steht nichts. Er läuft aber in der Küche rum. Ich glaube, er hat uns gesehen. Jason, er hat uns gesehen. Er hat uns nicht gesehen. Er hat uns nicht gesehen. Okay. Nein, er geht ins Wohnzimmer. Alter, ich glaube, das ist... Wollen wir ihn attackieren, Cedric? Komm, lass ihn uns angreifen. Wir müssen... Früher oder später müssen wir ihn töten! Stirb! Oh mein Gott, was ist... Alter, was macht der? Alter, guck mal, wie viel Leben der noch hat! Oh mein Gott! Alter, was soll man denn dagegen machen? Alles gut. Ja, moin. Pass auf, dass du nicht low bist. Hau ihn, eine rüber. Okay, weg. Ganz schnell weg. Ich glaube, wenn er diese Drehung macht, können wir ihn, glaube ich, nicht angreifen. Ich hau ihn auf den Rücken. Pass auf, er ist low. Er kann nicht mehr. Hau ihn rein. Los geht's. Wir schaffen ihn zu zweit, Jason. Komm, weg. Ich muss ein bisschen Pizza essen. Ganz ruhig. Ich habe noch übel viel Leben, weil du mich halt übelst gut geheilt hast. Oh nein. Dieser Knüpp mit seiner komischen Küchenrolle. Okay, warte. Wenn du wirklich nicht mehr viel Leben hast. Warte, wir haben ihn gleich. Das sollte kein Problem sein. Oh mein Gott. Okay, ich kann dich heilen. Soll ich dich heilen? Okay, warte. Ja, ich heile dich. Jason, wir müssen morgen hier raus und das Ganze beenden. Wir müssen uns mit Scary Larry anlegen. Kein Problem, ich zeige Scary Larry, wo der Haken denn. Tschüss. Oh mein Gott. Jason, wir wurden wieder angegriffen. Das kann doch nicht wahr sein. Woher kommen diese komischen Typen denn die ganze Zeit? Oh Mann, egal. Ich hab voll live, Jason. Alter, guck mal, wie wir die wegmetzeln. Guck mal, wie wir die wegmetzeln. Alter, die können ja gar nichts, Digga. Die können das Geld absolut gar nichts. Oh ja, stimmt, das Geld. Warte. Ich hab nochmal auf den toten Typen gehauen. Oh Mann. Okay. Nice. Wir haben es geschafft, Cedric. Oh mein Gott, wir wurden schon wieder angegriffen. Ein Alarm ist angegangen. Der Pizzabote gestern war schon nicht so cool. You are next, Alter. Guck mal, was da für ein Schild steht bei dem anderen Typen. Oh mein Gott, sie haben den Supermarkt überfallen. Oh oh. Glaubst du, da ist noch Essen? Ich glaube, da ist was Schlimmeres als Essen. Scary Larry ist da, glaube ich. Oh mein Gott. Oh nein. Was sollen wir machen, Cedric? Es wird Zeit, Scary Larry fertig zu machen. Oder wir müssen fliehen. Ja. Eins von beiden, ich weiß es. Okay, finde den Kanal. Okay, den Kanal? Was für ein Kanal? Ein YouTube-Kanal, den könnt ihr abonnieren übrigens, Leute. Wenn ihr hier, warte mal. Ich glaube, wir müssen den Kanal aber draußen finden, Jason. Ich glaube, der Kanal ist nicht hier drin. Warte, da. So, hier ist der Kanal. Alter, ist das ekelhaft hier. Oh mein Gott, das ist so eine unglaublich spannende Hobby. Das ist ein Essen von vor 3 Jahren. Der Kanal ist geflutet. Oh Gott, das ist ekelhaft. Oh mein Gott. Das Wasser wird wieder steigen, Jason. Wir müssen ultra schnell sein. Oh mein Gott. Okay, ganz schnell. Ganz schnell. Oh Mann. Oh nein. Ich glaube ja. Jason, wir sind fast da. Ganz ruhig, ganz entspannt. Oh, und ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Lol. Jason, run. Lauf weg vor Scary Larry, Alter. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir können nirgendwo hinlaufen. Es ist egal. Wir müssen es anlegen. Wir müssen mit Scary Larry kämpfen. Zeit zum Sterben. Wow. Oh mein Gott, okay. Er schickt uns erstmal diese... Okay, Jason, wir müssen uns einfach immer gegenseitig heilen, ja? Und dann wird das schon klappen, okay? Okay, ich glaube, das wird... Oh mein Gott, das sind 3 Typen. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken und... Ich bin dabei. Ja, andersrum meine ich natürlich. War richtig. Ja, das war richtig. Okay, links, rechts, schwäche, okay. Was? Wo kommt der denn her? Scary Larry kommt. Alter, wo läuft ihr denn jetzt hin? Alter, was macht ihr denn? Zeit, sich selbst drum zu kümmern. Okay, komm, let's go. Okay, aus dem Weg. Oh, okay. Wow, Alter, ist der schnell. Wow, Jason, geh aus dem Weg. Der, ja, nee, gerade noch. Oh Gott, Alter, er macht 10 Schaden pro Schlag.
Oh, oh, Jason, der ist ultra stark. Können wir ihn schlagen? Nee, können wir nicht. Wir müssen, das ist wie bei Pet Story. Wir müssen warten, bis der erschöpft ist. Der ist viel zu schnell. Jason. Okay, das ist Leben? Ja, jetzt schon. Warte, wir können ihn hauen. Okay, er hat ein Herz verloren. Und, okay, oh nee, die nächste Welle, Jason. Jetzt müssen wir wieder gegen seine komischen Typen hier spielen. Was ist eine Rose ohne Dornen? Keine Ahnung. Ah, ohne Dornen? Wow! Leute, was ist das denn? Warte, ich kann gar nicht zu dir. Wow! Alter, das ist ultra. Alter, Jason, das ist unmöglich. Alter, Jason, das ist unmöglich, Digga. Was? Wow, pass auf, weg. Ja. Oh mein Gott! Jason, das ist wie okay. Geht das? Jason, es kommen hier überall Stacheln raus, das ist unglaublich schwierig. Okay, manche davon sind fake. Nein, manche davon sind nicht fake, du hast gerade einfach nur Internetprobleme. Oh Mann, okay. Ich brauch definitiv Essen. Ja, ich brauch definitiv Heilung. Warte. Achtung. Ist dir klar, Jason, dass wir es gerade zu zweit schaffen, einen Boss zu besiegen, den man normalerweise mit 10 Leuten macht? Ja, das ist sehr gut. Das ist doch echt krass. Oh mein Gott, ich werde trotzdem die ganze Zeit getroffen. Er geht die ganze Zeit auf mich, Alter. Oh nein, Jason, ich bin übel low. Echt, kannst du nicht? Ich habe übelst wenig Leben, Jason. Kannst du mich doch heilen? Verdammt. Nein. Okay, das ist gar nicht gut. Kein Rückgeld mehr? Was heißt Rückgeld, Alter? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Okay, Jason, es kann sein, dass ich sterbe, weil ich habe übelst wenig Leben. Ich hab die Hälfte der... Was ist eine Rose ohne Dorn, Mann? Das ist ein Busch, du dumme George. Alter. Oh mein Gott. Pass auf, Felix. Ja, er macht wieder die Dorn. Oh, okay. Wow, Alter, man sieht das so kurz, wo die sind nur. Wow, okay, hier. Und, okay, das ist richtig, richtig. Ah, nein! Oh, Jason, ich bin fast tot. Oh, du bist ganz blau im Gesicht, Cedric. Ja, ich bin fast tot. Scary Larry kommt. Okay. Wir müssen hier nur noch einen überbraten. Das kann doch nicht sein. Wir müssen das schaffen. Lass dich fokussieren von ihm. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich kann dich nicht heilen. Ja, alles gut. Versuch du, damit du den Schaden kassierst, eher nicht ich, weil es ist übel. Er fokussiert irgendwie random, glaube ich. Ja, ich glaube, er macht immer so ein bisschen so irgendjemanden gerade. Wow, nein! Oh Gott, Alter, das war so knapp. Oh nein! Da kann ich nicht ausweichen. Das war volle Kanne auf mich drauf! Oh nein, ich bin tot. Respawn. Warte, ich komme mit Respawn. Haben wir ihn besiegt? Wir haben Scary Larry besiegt, Alter. Und wir können seine komische. Ich hatte die ganze Zeit noch ein Trinken, ich hab's nicht getrunken. Oh mein Gott. Oh, wie dumm. Egal. Du hast es geschafft. Scary Lady wurde besiegt. Scary Lady? Scary Lady. Du bist was Besonderes. Oh mein Gott, eine Leiter, Alter. Einfach eine Leiter, die nach irgendwo hingeht, ey. Alter, Jason. Das war krass. Das war ultra krass. Und wir haben zu zweit Scary Larry besiegt, Leute. Das hat einen Daumen nach oben verdient. Das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Easy peasy, lemon squeezy. Haut rein und ciao.